Ja, Hallöchen, willkommen zu einem neuen Video bei einem Auto. Was seht ihr jetzt in diesem Video? Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, in dem Fall haben wir hier heute einen Astra J, ein, ich glaube, vom Baujahr 2012 war das, glaube ich, gewesen. Oder gab ab Baujahr 2012. Lange nagelt mich jetzt bitte nicht fest. Auf jeden Fall ein Astra J, neueres Modell. Ja. Ja, halt schon in dieser runde Form, wenn du den Kofferraum aufmachst, so die Rückleuchten hinten mit hochgehen. Egal. Wir haben hier die Bremsen, die Bremsbeläge hinten gemacht, weil das die Werkstatt gesagt hatte. Macht die Bremsbeläge neu. Das war in dem Fall hier, müsst ihr einmal die Bremszange lösen und dann den Sattelhalter, wo die Bremsbeläge reinkommen. Das sind insgesamt 4 Schrauben, zweimal ein Imbus. Ist das Imbus, glaube Größe 5 oder 6 war das gewesen. Und den Bremssattel oder die Zange oder dieser Halter, wo die Bremsbeläge reinkommen. Ich habe jetzt nicht den Namen genau dafür, wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall da, wo die Bremsbeläge reinkommen, das ist eine, nagelt mich jetzt nicht fest, ich glaube 18 war das gewesen. 18 oder 13, eins von beiden. 14 war das, glaube ich, von dieser Größe. Nagelt mich bitte jetzt nicht fest, das ist jetzt, wo ich die Aufnahme gerade schneide oder nachsynchronisiere, ein paar Tage her und... war halt leider schon die Bremszange und der Bremssattelhalter schon ganz schön ankorrigiert und war halt ein bisschen schwer runter zu machen. Ja, hier seht ihr das Ganze, wie, sage ich jetzt mal, das Salz von den Straßen und sowas oder generell halt der Rost hier schon genackt hat. Also, ne? Das seht auch die zwei Schrauben oben, unten eine ist für den eigentlichen Halter für die Bremsbeläge. Ne? Und den Schlauch hier, legt euch die Zange dann irgendwo hin, dass der Schlauch nicht abknickt. Ihr das Ganze einfach, worauf die Beläge laufen, fettet diese, ich nenne es jetzt mal, diese Stifte ordentlich wieder, weil die müssen geschmeidig gehen, ansonsten bremst die, hängt die Zange oder die Bremse. Oh nein! Was macht er denn da? Was ich da mache, diese Dinger müssen saugen ging. In dem Fall ist ja hier der Seite hier unten das Ding hier drin. Und schneller. So nicht wieder kein Kabel, nichts dran. Das sitzt eigentlich unten drin. Hier oben hast du dann ganz kaum dran. Also als du ihn zusammendrückt, muss das ja hier geschmeidig gehen, sonst hängt sie. Wenn es nicht geschmeidig geht, dann vom Hänger. Ja, dann befestigt ihr die Zange sozusagen wieder und nehmt dann die Beläge oder legt dann die Beläge rein. In dem Fall hier habe ich mich ein bisschen verwirren lassen von der Einpackart. Die haben beide Beläge gleich eingepackt. Sonst ist das eigentlich immer so eingepackt, dass du immer pro Seite halt vorne und hinten hast. Hier habe ich mich ein bisschen verwirren lassen. Und da waren sie dann halt, wie gesagt, ne, ein bisschen, ja. Und vor allen Dingen ist er auch hinten abgebildet, wo Kolben ist und wo normal ist eigentlich. Was? Ne, hier nicht. Ne? Steht nur drauf ein Dings. Okay. So siehst du dann halt immer nur hier am Abdruck. Dann ist es wohl bei VW so, hä? Wahnsinn. Ja, hier ist noch so eine Klammer dran. Die du da ja wieder nicht dran hast an dem neuen. Mhm. Ja, hier ist eine Klammer dran. Ja, da. Ja. Oder sind das, oder sind die anders eingepackt? Nee, nee. Ja, meinte ich doch gerade anders eingepackt vielleicht. Ja, du machst dann eigentlich nur, machst dann eigentlich nur die Kanten, entweder so, Kanten halt hier, ja. Machst du auch nur so, das reicht aber eigentlich dann schon, wenn das nur so. Ja, hier zeige ich kurz wegen den Kanten anschleifen, weil neue Bremsbeläge auf einer alten Scheibe fangen dann irgendwann mal an zu quietschen. Dann baut ihr den ganzen Kladderadatsch wieder zusammen, so wie ihr es rausgenommen habt, macht das alles wieder schön fest und seid da schon fast fertig mit der Seite. Wie finden Sie diese Arbeitseinteilung? Machmacher. Kenne ich auch jemand, der das macht. Wer denn? So. Wir brauchen ja noch eine Hälfte. Genau, noch ein bisschen andrehen, ja? Genau. Ein bisschen Schmatz drauf machen. Ha!
Nachdem ihr heute alles halt schön wieder gereinigt habt, weil ihr habt ja alles angefasst und alles nachgezogen habt und auch kontrolliert habt, kontrolliert lieber zweimal, als wenn es dann halt irgendwas ist, was locker ist. Macht ihr ganz einfach nochmal wieder den Reifen drauf, zieht die Radbolzen wieder fest und dann seid ihr mit der einen Seite fertig. Macht immer bitte beidseitig, nie einseitig, egal was ihr da macht, ob es ein Tragelenk ist, ob es irgendwas anderes ist, immer beidseitig wechseln. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja. Außer jemand, der am Radkasten verschwindet hinten. Ist das nicht immer so? Willst du die Pappe nicht drunter legen? Achso, genau. Haben Sie denn heute früh auch schön gefrühstückt? Nö, ich esse früh nicht. Deswegen haben Sie jetzt auch keine Kraft mehr. Doch, aber musst immer erst festdrehen ein Stück und dann locker. Ich weiß das. Wissen Sie das, ja? Wissen Sie das, ja? Nein. Guck nochmal her. Warum? Guck nochmal. Guck. Ja, mach am besten noch hier diesen. Noch ein bisschen schräger, hier. Noch ein bisschen schräger. Hier so. Nein, noch ein bisschen schräger. Warum noch ein bisschen schräger? Ja, damit man den Dreck in dein Gesicht besser sieht. Ich werde dreckig, ich werde Fräse jetzt, dreckig gemacht. Jetzt macht er sich noch dreckiger. Ich bin mal, was war ich halt? Ja, wo ist die Zunge? Wo ist er? Ja, bei der zweiten Seite macht ihr dann genau dasselbe, einfach die vier Schrauben lösen, einmal die zwei Imbusschrauben. In dem Fall hier waren sie ein bisschen fest gewesen. Ja, das war dann, da musste ich mir extra eine Verlängerung nehmen, dass ich da die Schraube löse. Also die war richtig angebacken, kann man schon sagen, auch aufgrund von Verschleiß und des ganzen Rostes, der da leider ist. Nehmt euch vielleicht auch ein bisschen Rostlöser oder sowas dann zur Hilfe, das ist dann nochmal ein bisschen einfacher dann zu lösen oder zu machen. Ne? Aber die waren richtig knackefest. Und denkt dran, nach 50 Kilometern plus minus dann auch nochmal alles nachzukontrollieren. In meinem Fall mache ich es immer so, dass ich dann nochmal nach so einer gewissen Zeit, nach so einer Woche, zwei, drei Wochen immer nochmal dann das Auto hochnehme und das Ganze nochmal kontrolliere, beispielsweise nochmal alles nachziehe. Das ist immer so. Weißt du, wie geil die Dinger meistens aussehen? Nur weil ich mal einen geleitet habe, weißt du? Guckt euch den an. Weißt du, alles macht er kaputt. Freilich. Fängt bei seinem Auto an. Freilich. Und macht bei fremden Autos weiter. Freilich. Ich kann ab jetzt zwei linke Hände. Na, hast du doch immer. Wie sie immer alle sagen. Es gibt sogar Leute, die müssen erstmal durch beim sag ich mal so, Basteln von anderen Leuten zugucken, damit die sich dann selber später getrauen können an ihren eigenen Fahrzeugen. So einer bin ich zum Beispiel. Reich mir mal die Drahtbürste. Drahtbürste, genau. Vielen Dank. Du nichts können. Sauber machen. Also, immer alles sauber machen. Vorher macht das Brett, jetzt macht das sauber. Ich sage aber mal, solche Freunde wünscht man sich öfters, die einen mit unter die Arme greifen. Sonst hätte ich das Ganze alleine machen müssen und wäre jetzt noch nicht so weit. Ja, wenn du es noch nie gemacht hast, brauchst du sowieso ja, immer deswegen, länger. Ja, deswegen, gucke ich mir das lieber immer erst an, wie das funktioniert. Klar, es würde vielleicht ein Video helfen, aber in echt sieht man das immer besser. Und ja, gerade wenn das wie jetzt festgebacken ist. Ja. Du stehst da immer da, wo kann ich jetzt anfassen, wo kann ich hebeln. Der Bremsschlauch hinten darf nicht durchhängen oder so. Aber Leute, ihr braucht euch nicht wundern, warum wir nur die Bremsklötzer wechseln. Die Werkstatt hat gesagt, hinten reicht es zu, dass wir nur die Klötze wechseln und nicht die Scheiben. Ja, schöne Erklärung. Hätte ich wieder vergessen. Ja, so mein Modus. Ich will mit der Kamera, dass ich alles vergesse. Weil ich hätte zwar die Scheiben mitgewechselt, aus Prinzip, weil das sieht dann schöner aus. Ja, aber ich meine... wenn die sagen, die Werkstatt nur das und fertig, und dann wird das halt auch so gemacht. Und ihr wisst alle, was die Werkstatt heutzutage kostet. Also versucht man es lieber privat zu machen, spart man vielleicht drei Viertel.
Die müssen eigentlich so schön wie hier. So schön. Ne? Ja, wie bei Frau und Mann, ne? Ja, genau. Es muss flutschen. Das hier schon so ein bisschen. Kann auch mal so eine Bremse hängen, dann geht er nämlich nicht mehr zurück, weil er dann in der. Ja, deswegen kontrolliere ich öfters mal bei uns hinten die Wärme an den Rädern, damit ich das sehe. Da ist kein Fett mehr drauf. Hast du Fett da? Mal vielleicht ein bisschen Fett reinmachen. Weil für Schwiegereltern macht man eigentlich alles. Hier siehst du sehr schön, dass da mal Fett drin war. Aber irgendwie. Schneiden wir frei sind. Das schauen wir mal, wie so ein Stückchen Metall dann nach einer Zeit aussehen kann, wenn Feuchtigkeit dran kommt. Oh, das ist gut. So. Das will ja wohl schon regnen, oder was? Das ist ja noch eine halbe Stunde durchhalten. Reicht's? Ja, ein bisschen brauchen wir noch. Also wieder hinein. Guckt mal, die Hände. Wer guckt immer? Du. Wieso? Weil du fortschläfst. Kannst alles gebrauchen, gell? Wo kommt's am meisten immer hin? Zu dir in die Werkstatt. Eine Sache, die ich hier erwähnen muss, ist, ihr müsst natürlich, wenn ihr die Bremsen oder die Bremsbeläge drauf macht, natürlich auch den Brems oder die Bremszange halt zurückstellen. In dem Fall muss die nach links gedreht werden, nicht gedrückt werden. Also versucht da nicht irgendwie mit dem Bullet zu drücken, sondern sie muss gedreht werden. Da ich in dem Fall hier aber mein Werkzeug nur so grob dabei hatte, also meine zwei Werkzeugkästen nur, hatte ich diesen Bremsendings nicht mit dabei gehabt. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier einfach, da ist der gute Kollege drauf gekommen, weil ich habe auch überlegt gehabt, aber in dem Fall ist das hier einfach nur von der Flex das Feststellwerkzeug oder halt das Montierwerkzeug, das Lösewerkzeug. Das passt genau in diese zwei Nasen da rein und dann halt mit einem großen Schraubenschlüssel gegengedrückt und währenddessen ich mit der einen Zange gedrückt habe, halt mit der anderen gedreht und dann kriegt man den schön rein. In dem Fall braucht man hier mal zwei mehr Hände. Ja, da ging das ganz gut. Und ihr seht da, hier ist das ganze Ding schon gelutscht. Also ist die Bremszange gut zurückgestellt worden. In dem Sinne. Ja, wie gesagt, da war ja der Motor draußen, da ist ja ein anderer drin. Hat er alles alleine gemacht. Ja. Kann er stolz auf sich sein. Ja. Aber dafür fährt der Karre auch ein bisschen scheiße, ne? Wieso? Geht während der Fahrt aus. Ja, das liegt ja nicht an dem, was ich gemacht habe, sondern an Kabelbruch. Ja. Du weißt ja nicht, was das wer das Steuergerät. Erklär weiter. Was das Steuergerät vorneweg gemacht hat oder nicht gemacht hat oder wer das gemacht hat oder wer nicht. Kann ja auch am Steuergerät liegen, dass eine Lötstelle kalt ist oder so. Weil manchmal musst du drauf so leicht einen Klaps geben, dass es angeht. Hast du schon ein Video davon gemacht? Ja. Müssen wir mal machen, oder? Warum? Ja, wo? Ja, habe ich bei eBay mir eins geschossen gehabt. Wie ist der? Zeig. Ja, da wollte ich auch mal anhaken, aber das Problem ist ja noch, dass ich eigentlich keine Wegversperre habe. Und der Motor ist mit Wegversperre. Musst du natürlich auch erstmal jemanden finden, der dir das macht. Ja. Warum hängt denn das jetzt hier wieder? Vor allen Dingen, wo es günstig ist. Weil das bei einer Firma machen, bezahlst du ja mehr. Ja, auf dem Steuergerät ist ja auch was drauf, dass das eine Tuning-Firma gemacht hat. Da wollte ich eigentlich auch mal hinschreiben, dass sie das mal überprüfen. Aber da kam ich bis jetzt noch nicht dazu. Geht der jetzt hier gar nicht rein? Jetzt. So. Schräubchen? Ich hab ja schon hingelegt. Da liegt eine. Wo? Da. Ah, hinter der Dose. Kann ich nicht sehen. Die Kamera hat sie eher gefunden als du. Wenn sie direkt hinter der Dose steht. Dann nimm doch mal einen Schluck. Wohlgemerkt habe ich den ja erst vorne weggeschweißt. Ja, ich weiß. Ja. Und das sieht ja keiner.
Ja, das sieht ja keiner, aber. Nee, aber weißt du, wie ich meine? Mhm. Die lachen dich ja dann immer wieder alle aus. Ja, nur weil es nicht perfekt ist. Ja, Herrgott, hier und. Jeder hat irgendwo mal angefangen. Trotzdem habe ich mich in die Garage gestellt mit Notstrom und habe die Karre geschweißt. Richtig. Und dann ging der Notstromer. Was? Ich bis jetzt geht auch nicht mehr. Ich habe den stehen gelassen. Ich habe den irgendwie. Es kann auch sein, dass der Sensor wirklich eine Klatsche weg hat, weil ich bin da 2 oder 3 Tage nicht in der Garage gewesen. Ich habe den Sprithahn vergessen zuzumachen. Dann habe ich das Öl gewechselt, dann lief er noch einmal und dann habe ich ihn ein Jahr stehen gelassen. Am besten du kaufst so einen großen Industrie-Notstromer. Ja, am besten einen müssen wir in der Herz haben. Da kannst du gleich alles dran schließen. Ja. Da freuen sich dann alle Leute bei dir in der Garage oben. Da haben sie alle wieder Strom. Ja. Vom Spiegel aus, weißt du? So. Ja. Ich wollte eigentlich ein Video machen, wo wir dich überholen. Aber. Ja. Ja, war das? Hat ja nie funktioniert. Nicht? Warum nicht? Nee, ich hatte das Handy nicht so schnell in der Hand, wie die Frau dich überholt hat. Ja, ich wollte ja eigentlich nur rüber, weil ihr da gewartet habt und ich habe das zu spät gesehen. Ach, naja, wir hatten ja gesagt, erstmal bis Stadt Ilm rein. Jetzt ja eigentlich geradeaus durchfahren brauchen. Ja. Aber naja. Ein Video am Tag bei TikTok reicht so. Aber wenn du dann siehst, wie die Leute meistens liken, ist dann traurig. Naja, die gehen drauf, liken und gehen gleich weg. Ja, oder liken gar nicht. Und hauen wieder ab. Ja. So, willst du schon mal verabschieden? Was? Ich? Willst du schon mal verabschieden? Warum? Naja. Tschüss. Nee. Ich muss noch Reifen alles drauf machen. Und ja. So muss Essen noch machen. Oh, Finger. Reifen natürlich wieder drauf machen hier. Ne? Tada. Ich muss nur dann mal eine Probe runterfahren. Erstmal den Reihen Bremse treten, 2-3 Mal. Er wird er bestimmt gleich machen wollen, denke ich mal. Ja. Weil muss er ja eigentlich hoch. Ja, ich will ja auch wissen, ob irgendwas quietscht oder irgendwas ist oder nicht ist. Mhm. Einfach so die Arbeit abschließen, ist ja auch blöde. Ja. Mache ich es in der Werkstatt auch so, die mache ich dann auch noch eine Probefahrt. Ja. Ja. Pinkeln! Hier ist der Onkel Uschi. Ja, aus DDR-Zeiten. Vom geht, Trabi gehört es noch. Geht wenigstens nicht kaputt. Nee. Aber staune, das, was ich mit meiner Frau gekauft habe, für 20 Euro hält auch noch. Immer noch. Okay. Ja, geht zwar der Lack ab, aber es stört nicht. Ja, das ist meistens immer nur so, bis der Rad drüben nochmal nachziehen dann. Mhm. Also darfst gleich mal eine Hunderei heizen, gell? Na, erstmal reinsetzen, ein paar Mal die Bremse drin, dass die. Oma kommt jetzt! Ja, schön. Dass die Belege sich an die Bremsscheibe anziehen. Und dann. Ich hoffe mal, dass mit dem Wind stört hier nicht so. Deswegen habe ich da extra so eine Muschi oben drauf. Und die Kamera schon wieder leer. Ja, aber wenn du deine Kamera andauernd leer machen lässt. Dabei habe ich eigentlich gar nicht so viel gefilmt bis jetzt. Ja. Und wir müssen uns auch mal wieder lalala laden. Laden? Ja, im Beladen noch. So, wenn es beim Bremsen gleich knallt, wissen wir warum. Warum? Fährst du dann mit denen rüber? Mhm. Weil da können wir nämlich dann mal gucken, wie, ob die. Gut, die werden jetzt die ersten Kilometer sowieso heiß werden, denke ich mal, weil die sich ja erstmal einschleifen müssen. Mhm. Können ein bisschen stinken mal. Mhm. Alleine wegen der Bremsenreiniger, wegen jetzt Pfoten und so. So, da war es quasi das Video gewesen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass ich das machen durfte. Zeigt mir mal nochmal, dass ich. Dass halt sehr viel Vertrauen in der Hinsicht da liegt. Und auch nochmal vielen herzlichen Dank für das leckere Mittagessen, für den Kaffee und dann noch für die Einladung bei dem Geburtstag, den dann am Nachmittag noch erfolgt ist, wo wir hier dann noch auf dem Rückweg waren. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich auch für eures Einschalten und fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne mal ein paar Kommentare.